48 Angler, 24 Boote, 12 Nationen, ja, drei Zielfische, da ist er. Und ein Pokal. Check. Der YPC Boat 2024 wird euch präsentiert von Adventer in Fishing. I'm Adventer, my life is fishing. Shimano, closer to nature, closer to people. Und dem B1 Boot Center, wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur dritten Folge des diesjährigen YPC Boat. Heute startet Gruppe B ins Turnier und wenn man unter den 6 Teams einen Favoriten wählen müsste, wäre das wohl Abo Garcia. Die schwedische Angelbrand setzt zum dritten Mal in Folge auf den Niederländer Simon Torenbeek. Nach 2 Teilnahmen inklusive der Silbermedaille in 2022 muss der sympathische Produktentwickler in diesem Jahr erstmals auf Freddy Harbord als seinen Partner verzichten. Was zunächst wie ein entscheidender Nachteil aussieht, ist unter Umständen gar keiner, denn auch diesmal fischt ein Angler von internationalem Format an seiner Seite. Jelle de Jong ist im europäischen Turnierkosmos bekannt wie ein bunter Hund, erreichte schon 3-mal das Podium bei den Lure Masters und konnte 2022 und 2023 die Predator Tour in den Niederlanden gewinnen. Vieles spricht dafür, dass diese beiden hier ganz oben mitmischen könnten. Wie schon im YPC Bass startet auch im YPC Boat ein Lure-Drop-Team. Als tackle-affiner Raubfischangler sollte man das hochwertige monatliche Köder-Abo und die Zielfisch- oder Angeltechnik-spezifischen Sondereditionen unbedingt mal ausprobieren, wenn man nicht längst Lure-Dropper ist. Mit der YPC Best Goldmedaille im Gepäck bringt Daniel Andriani etwas Rückenwind mit nach Holland. Sein Partner ist jedoch ein anderer als unter der spanischen Sonne. Lure Drop Projektmanager Leo Wirnshofer hat zwar keinerlei Turniererfahrung, doch wer in der deutschsprachigen Raubfischszene gut vernetzt ist, kennt Leo als erstklassigen Angler mit einem unglaublichen Technikrepertoire, jahrzehntelanger Raubfischerfahrung und einer durchaus soliden Gewässerkenntnis auf Volkerrack und Haringvliet. Das nächste Team dieser Gruppe ist Stroft. Der deutsche Premium-Schnurhersteller schickt erneut Sebastian Bienapfel und Sascha Totenhausen an den Start. Die beiden Freunde haben neben dem YPC-Boot auch schon im YPC-Best zusammengeangelt und konnten nicht nur mit großartigem Humor, sondern auch mit dem einen oder anderen Ausnahmefisch Punkte sammeln. Für ein Weiterkommen hat es bislang trotzdem nicht gereicht. Ob das diesmal anders wird, bleibt abzuwarten. Unterhaltsam dürfte es auch auf dem Boot vom B1 Boots Center werden. Dass der deutsche Bootshersteller und Distributor aber auch sportlich Ambitionen hegt, hat Inhaber Frank the Tank Sharper nun schon mehrfach bewiesen. Nach dem YPC-Bass-Titel im letzten Jahr und 2 weiteren YPC-Finalteilnahmen hat er sich in diesem Jahr mit Robin Imkamp verbündet. Der Paderborner arbeitet als Guide auf den Turniergewässern und hat in Summe die höchsten PBs des diesjährigen Teilnehmerfeldes. Wenn Frank abliefert wie gewohnt und Robin die nötigen Big-Fish-Punkte einheimst, ist die Finalteilnahme für B1 durchaus realistisch. Ähnliches gilt auch für Team Rapala. Die legendäre finnische Angelmarke schickt bei ihrer 2. Boat-Teilnahme ein neu zusammengesetztes Gespann in den Wettkampf. Johannes Höfner kennen einige sicher noch aus dem YPC Bank, wo der Österreicher 2018 erst im Halbfinale ausschied. Sein Bootspartner ist Nils Piersmann, nach Ton van Ham der zweitjüngste Turnierteilnehmer. Umso bemerkenswerter also, dass der Belgier bereits 2021 den World Predator Cup, bei dem man allein vom Boot fischt, gewinnen konnte.
Komplettiert wird Gruppe B durch ein Team von Shimano, das sich für die erste Boat-Teilnahme etwas Besonderes einfallen lassen hat. Neben dem Brandenburger Erik Kotschakowski, der schon bei WPC, Lure Masters und Predator Tour dabei war, tritt ein YPC-Zuschauer für die japanische Weltmarke an. Küchenchef Peter Schmidt wurde von der Community ausgewählt und hat sich für das erste Turnier unter Profis einiges vorgenommen. Wenn man sich seine PBs anschaut, muss sich der hollanderfahrene Nordrhein-Westfale hier vor niemandem verstecken. Damit beenden wir das Intro. Letzte Vorbereitungen laufen, dann geht es endlich aufs Wasser. Safety first. Ich kann gut schwimmen, ja. Aber man weiß ja nie, was passiert, wenn man wirklich vom Bord geht. Kann man auch mal ohnmächtig sein. Also, Schwimmweste über. Wir fahren ja auch nicht gerade langsam. So, good morning, ladies and gentlemen. Team Abu Garcia checking in for the first day of the YouTube Predator Cup boat. This year I brought my new friend. No, old friend. We've known each other for a long time already. Yeah, a long time already. Jelle. He is replacing this year Freddy, and I'm more than happy to have Jelle as my partner this year. He's been fishing so many competitions, won so many competitions, so a good partner to have. We're gonna make a good show out of it. And today we have the lake day. What are we gonna do? What's this the plan? This is the day we've all been waiting for a long time already. 100%. The plan is get some decent fish. Majorly today focus on pike and zander. Yeah. Because for the second day we have a plan for the perch. But we see what happens. There's also plenty of big perch here. So we are more than ready. Yeah. And we are going to make a good show out of it, man. That's it. Let's go to the first spot. Okay, let's go. Jetzt lass uns den Scheißbach hier leer machen. Sechs Teams teilen sich zu Beginn perfekt auf die drei Großgewässer auf. Im Folgeark beginnen Lure Drop und Stroft. B1 und Shimano starten im Holland's Deep. Das Haring Fleet ist nicht nur für Abu Garcia, sondern auch für Rapala das erste Gewässer des Tages. Welche Taktik Nils und Johannes zum Auftakt fahren, erzählen sie euch am besten selbst. We will start with the power hour and afterwards we will go for perch. In pre-fishing we saw there was some zander pelagic suspended in the water, so I think our chances are highest if we try in the morning. And we will actually use 5-inch soft bait. It's a new soft bait from Rapala. It's called the Kickman. It has a strong tail kicking action. We just use a small jig head, 7 grams. The cool thing about this lure is it has a salted belly, so it always swims straight in the water, and it also it smells amazing. So yeah, I hope we can catch some. Let's go. Yeah, let's do it. Herzlich willkommen, YPC Boat 2024. Wir sind auf jeden Fall heiß und fire. Wir brauchen Zander. Am Anfang ein bisschen Sicherheit. Ich glaube, nachher gehen wir über ins Powerfischen, aber das werden wir sehen. Wir werfen jetzt ein paar Runden und wir sind gerade am Spot angekommen. Ich glaube, die Zeit läuft sogar schon, Frank. Wir können los. Das heißt also... Erster Wurf. Erster Wurf. Muss uns Glück bringen. Einen wunderschönen guten Morgen. Moin. Von Team Shimano mit dem Wildcard-Gewinner Peter. Ja. Ja, wir sind auf dem Wasser angekommen, am ersten Spot auf dem Holland's Deep. Erster Tag für uns, wenig Pre-Fishing. Wir haben gestern auf dem Wasser ein paar Stellen angetestet, war noch erfolgreich. Ja, wir schauen, ob wir damit punkten können. Ja, ja, denn obwohl wir uns schon anderthalb Tage kennen, sind wir... Ein super eingespieltes Team. Wirklich, also wie top von Deckel. Das wird richtig, richtig gut. Also ich freue mich total darauf und wir werden alles versuchen, oder ich zumindest auch, dass ich unseren Sponsor Shimano und vor allen Dingen hier meinen Kapitän auf keinen Fall enttäusche, indem ich hier eine gute Figur abliefere und hinlege. Ja. Und dann gucken wir einfach mal, wie heißt es? Born to Fish Wild! Geht es los, ist so Peter. Cool. Mega. Erster Wurf, ey. Geht los. Und ab die Luzi.
Guten Morgen, Leute, und willkommen zum YPC 24, YPC Boot 24. Ja. Neben mir steht ein neuer Partner, Leo. Fürs Team Lodrop. Wir werden euch mal zeigen, was diese ganzen schicken Köder aus der Box können und hoffen, dass wir heute eine geile Zeit haben, oder? Mann, ich freue mich. Let's go. Let's go, Leute, let's go. First cast? Yo. So, hallo und herzlich willkommen zur YPC Boat 2024. Heute Morgen war ein bisschen stressig, Sascha. Also es ging nicht so los wie geplant. Erst ist die Starterbatterie vom Auto abgekackt und wir mussten überbrücken. Und dann haben wir vor lauter Stress Saschas Ruten noch im Haus vergessen. Aber jetzt... Nicht so schlimm, ich brauche nur eine. Aber jetzt sind wir auf dem Wasser, haben den ersten Wurf hier gemacht und sind gute Dinge, dass wir den Tag heute ganz gut rumkriegen. Und das Ganze noch just in time. Also, drückt uns die Daumen, dass der Tag nicht so weitergeht. Oh, we arrived on the first spot. Yeah, first spot. 5 minutes late, but hey, that's how all it goes. Very chaotic and it's gonna be right. In the end, it's not about these 5 minutes, it's about those, all those casts in between. So, let's go. I already made my first cast. You go there for the first cast. You're starting for the bikes. We're going for big bikes. Yeah, you're fishing for the bikes, and I'm trying with a little bit smaller baits to see if I can already catch a zander or a perch, or also a pike, of course. Chatterbaits, really versatile lures. So yeah, fishing a shallow bank here. In the morning we have some nice wind, some nice waves, which is good for the shallow fishing. In the afternoon it looks like the wind's gonna die off a little bit, and then we have to change tactics probably. But yeah, first we see what happens. Yeah, first we're gonna fish on the plants now. And Simon will cast a little bit next to the plants, a little bit deeper. Because a lot of times those zanders are a little bit deeper. And we hope to find a pike between the plants. We fish the curl tail right above them. Yeah, good stuff. It's gonna be good. Simon und Jelle rechnen also zu Anfang mit allen drei Zielfischen. Der erste Einschlag kommt aber woanders. Hast du einen? Fisch! Nein, geil! Fisch! Geil! Erster Wurf, erster Fisch. Peter, konzentrieren. Fisch. Nicht so hoch die Rute, bitte. Okay. Irgendwas Kleines. Kleines? Ja, irgendwas Kleines. War ein ganz zarter Tock. Aber das ist tatsächlich dieses etwas schwerere. Pass auf, die Rute ein bisschen nach vorne. Ja, ich sehe ihn nicht. Ja. Da ist er auch erstmalig. Born to fish world! Da ist der erste Zander. Richtig ja. Geil, Peter. Und der hat Maß. Wie geil ist das denn? Erster Wurf, erster Fisch. Hammer. Da also ich kann das nicht glauben. Absoluter der Wahnsinn. Der Köder ist 30 Sekunden im Wasser. Der erste Maß. Jetzt Zander. Ja, komm, er ist wirklich nicht groß, aber es sind die ersten Punkte. Ne? Jetzt hoffen wir noch, dass er maßig ist. Oh, bitte komm. 45 muss er haben oder nee, 42 irgendwie so. Ja, alles ja, gut. Wunderbar, wir schauen. Alles gut. Er hat 48. Wunderbar. Peter, dann kannst du deinen Fisch noch kurz präsentieren oder soll ich ihn halten? Alles gut, halt mal fest, du hast ihn losgemacht, alles okay. Der erste Zander, kein Riese, aber der erste Wertungsfisch die für Team Shimano. Punkte. Richtig geil. Schnell zurück. Ja, genau. Und wir müssen weiter angeln. Es ist wahnsinnig. Du bist drin 30 Sekunden und es tockt rein und es ist so cool. Es fühlt sich echt so gut an. Ach, ich bin so schrecklich aufgeregt. Wahnsinn, Kinders, was habe ich ein Glück. Wildcard-Gewinner. Und dann wirklich mit so einem richtig duften Typen wie Erik hier auf dem Boot und dann nach 30 Sekunden fängst du den Fisch. Das ist so geil, das ist so geil. Erik, wenn du ein bisschen besser aussehen würdest, würde ich dich heiraten. Aber gut, okay. So, mach den nächsten Wurf. Ich werde den Fisch kurz in die Gruppe stellen. Ja. Schöner Einstand, das sollte Peters Nerven direkt etwas beruhigen. Und selbst wenn nicht, die Routiniers sind zu Beginn ebenfalls angespannt. Und Frank, wie ist dein Feeling? Auf jeden Fall aufgeregt. Bin mal gespannt vom Wetter. Ja? Wir haben ja bis gestern hier Sonnenschein gehabt, Sommerwetter. Und heute, wie letztes Jahr, Regen. Die ganze Nacht Regen bis eben. Aber es soll nicht mehr so viel regnen und heute Vormittag aufhören. Bis jetzt ist ja auch gerade trocken. Hm? Bisher? Ja. Ja, unser Plan ist hier erstmal in der Tonne einen sicheren Zander zu jiggen, um dann danach ins Flachwasser zu fahren. Ja, wir sind hier im HD. Wir geben den Spot so maximal 30 Minuten. Also das Schöne wäre, heute eine Vollcut zu erreichen. Ja. Das wäre Ziel. Ja, Ziel haben natürlich alle.
Aber eigentlich ist dann auch der Plan, die Zander relativ schnell wieder rauszuwerfen, von der Größe her. Ja. Da ist er, Fisch. Ja, Fisch. Wie geil. Zweiter Wurf. Zweiter Wurf. Erster Fisch bei mir. Ach, wie cool, wie cool, wie cool. Hoffentlich ist er maßig. Da kommt, oh ja, doch. Super, geil. Sag ja! Zweiter Fisch. 10 Minuten am Angeln. Eieiei. Und der ist gar nicht so verkehrt. Der ist nicht verkehrt. Mega. Du machst ihn klar, ich fisch weiter, wenn die da sind, ja? Fisch weiter, Peter. Okay. Mensch. Der erste Fisch bei mir. Ja. Im zweiten Wurf. 50, top. Erster Wurf bei Peter, jetzt bei mir. Cooler Zander. Oh, wie cool, wie cool. Boah. Über klasse. 54,5. Also sind wir bei 55 cm. Mega. Geil. Besser geht's nicht. Wie cool. Ein echter Blitzstart. Nach einer knappen Viertelstunde sind die Jungs von Shimano entschneidert. Und ein Teilziel haben die beiden damit schon erreicht. Der Plan geht voll auf. Ja. Ja. Unser Minimalziel, 2 Zander heute zu fangen, ist aufgegangen. Okay. Ja, richtig geil. Jetzt schauen wir, dass wir noch so 10, 15 Minuten an dem Spot bleiben. Wir versuchen vielleicht den ersten Zander noch ein bisschen abzugraden. Ja. Und dann werden wir die nächste Stelle anfahren. Ein bisschen jiggen. Da hoffen wir an der Stelle, dass wir da Barsche fangen. Da haben wir eine schöne Muschelkante. Da kam gestern auch Barsch. Ja. Ja, so ist erstmal der Plan. Weiter. Es ist so geil, wenn Plan funktioniert. Ja. Das ist so genial. Klingt alles sehr durchgetaktet. Bei Stroff beginnt der Tag deutlich unrunder. Wir haben die Skates vergessen. Dennis anrufen, der soll ich schnell eine rausbringen. Alter! Junge, wir sind so Idioten, ne? Ehrlich. Der hat eine Guiding-Tour in 20 Minuten. Kannst du uns die zumindest irgendwo in die Richtung fahren? In Kanaleinfahrt. In die Kanaleinfahrt, dann können wir eben dahin blasen. Danke, Abibo, ja? Ja, okay. Was braucht man zum Angeln? Ruten haben wir vergessen. So ein Maßband haben wir vergessen. Oh Mann, ey. Yeah, we find some of these buoys and sometimes the Zander is like standing beside it. So we are just checking out if where they are and driving around for a little bit. That might be one Zander, so we can try to make a few casts. Johannes, I will do it. Good. Yes. Yes. Nice. First one. Really good fish. First one. First fish. In the boat. I will actually move the net a little bit. On the Kickman, 5-inch. Seems like a good one. It's nice 71 centimeter Zander to start off the day. 5-inch Kickman, a new soft bait from Rapala, and they like it a lot. Wie schon in Gruppe A gibt's hier gar keine Anlaufzeit. Schlanker, langer Zetti, den man erstmal toppen muss. Für den Anfang ist man zufrieden. Nice, good work, good job. Good job. I reported it to the WhatsApp group and I saw that Team Shimano has already caught 2 Zander. Good for them, but that was a 71. No, for real. I think it's good to catch Zander now. Maybe it could be a little heavier in the afternoon and also on Tuesday when the wind is quite heavy. Jetzt erstmal Scale holen, ne? Das ist so. Das Problem ist, uns ist immer besonders wichtig, dass alles perfekt vorbereitet ist. Und ja, wenn dann irgendwas schief läuft oder so läuft wie jetzt, dann ist das besonders schwer. Aber Gas geben, komm. Ja. So, unser allererster Spot hier, den wir angefahren haben. Es gibt extrem viel Futterfisch, die den ganzen Bereich hier einfach hoch und runter cruisen. Ganz, ganz viele Schwärme. Und wir haben uns ziemlich an die Kante gestellt, dass wir letztendlich etwas in tiefer, aber auch im flachen angeln kann. Unser Hauptziel für heute in erster Linie zu versuchen, Hechte und Barsche zu fangen. Also, dass wir würden dann unser zweiter Angeltag dann eher auf den Zander fokussieren. Ich habe jetzt erstmal einen Carolina Rig drauf gemacht mit einer Craw. Einfach um zu gucken, ob diese dezente, langsame Führung heute das Bessere ist oder das Richtige ist. Ja, wir werden jetzt erstmal einen Haufen verschiedener Köder durchprobieren. Pre-Fishing hatten wir auf jeden Fall quasi auf jeden Ködertyp Erfolge. Und ja, ich versuche es jetzt erstmal.
sehr langsam. Frank ist unauffällig, ich gehe jetzt klein und auffällig. Noch ein bisschen schneller. Wachrütteln da unten. Also wir haben gerade eine Strömung, die runter Richtung Meer drückt. Das heißt also, unsere Köder laufen rechts runter, von uns aus gesehen. Und jetzt versetzen wir uns nach vorne zur rot-grünen Tonne, dass wir quasi gegen die Strömung ziehen. Das kann manchmal einen großen Unterschied machen. Fisch? Fisch? Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, das war ein Biss. Die Zander haben Bock. Geil. Ja, wäre gut, wenn wir sie gefunden hätten. Also ein oder zwei Zander wären jetzt noch schön innerhalb der Planzeit. Das wäre gut. Dann macht es uns mit dem Barschen, mit dem nächsten Plan, den wir verfolgen, ein bisschen leichter. Ganz knapp, ganz kurzer. Ein Anfasser? Ja. Und bei all den Leuten, die mich gewählt und unterstützt haben, da kann ich mich ja hier nicht als Mega-Flop da irgendwie präsentieren. Ach, nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank für alle, die mich mit ihren Stimmen unterstützt haben. Also, boah, was habt ihr mir einen großen Traum erfüllt. Das ist also mit den ganz großen Jungs hier zu angeln, das ist schon eine Nummer. Also für mich ist das auch ein richtiges Abenteuer. Also es ist klasse, wirklich klasse. So it seems like we have the spot here, this plateau that we found for ourselves. I was expecting, as there's 12 teams fishing today on these lakes, I was expecting some more activity here, but can be good, can be bad. Can also mean that they know a little bit more than us. It can also be that we know a little bit more than them. Time will tell. We know that there are pikes here. Yeah, pikes are here, sambas are here. Big perch are here as well. Just the light needs to come through a little bit and everything will come to life, I guess. It's a bit early in the game still. Was Simon meint, die Teams der Gruppe B fischen zur gleichen Zeit wie die Gruppe A, deren ersten Angeltag ihr in Episode 1 und 2 gesehen habt. Team Stroft kann derweil das Measure-Mat-Missgeschick gerade noch mal beheben. Danke, Herr Junge! Danke, Herr! Katastrophe, Alter! Das ist der Fluch! Das ist der Fluch! Und alle haben mich gewarnt. Häng nicht so viel mit Dustin ab. So schlimm kann doch der Fluch nicht sein! Stark. Ja, a little bit down. Ja, ja, keep reeling. Ja. Ja, 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 perfekt, 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 perfekt. Perfekt, ja, it's coming, it's coming, it's coming, it's coming. Ja, 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 keep reeling, keep reeling, keep reeling. Keep reeling. Ah, fuck. Maybe a twitch. Don't twitch, don't twitch. Another one. Stop. Schade, ne? Da ist er, Fisch. Geil. Ah, der ist klein, der ist sehr klein, der hat kein Maß. Nee. Nee, zu klein. Nee. Ist ganz klar, Biss. Fisch. Ja, sehr geil, sehr geil. Aber der ist zu klein. Der ist zu klein. Ja. Oh. Anscheinend. Fisch. Ah! Fisch. Dicker Zetti. Oh ja. Und der Köder ist raus. Oh. So, nach dem verkorksten Start heute Morgen. Yes! Der ist Fisch im Boot. Nice. Und der ist richtig gut. Sehr gut, Sascha. Also. Ja. Ja. Jawohl, Sascha. 72er Zander zum Start. Buja! Weg ist er. So schnell kann es gehen. Yes, Sascha! Mega! Alter, kein Biss, kein gar nichts, ne? Einfach bong weg, hing. Junge! Eben noch behauptet, Nils Zander sei nicht leicht zu toppen. Schon ist er getoppt. Sascha entschädigt sein Team für die stressigen Anfangsminuten und weiht die nagelneue Measure Mat angemessen ein. Nicht nur, dass dieser Zander richtig Punkte bringt, es ist bei Tageslicht keine Selbstverständlichkeit, im Volkerrack überhaupt einen Zander zu fangen.
War das ein Glückstreffer oder sind die Bedingungen in diesem Jahr andere? Im Anschluss fällt den beiden das nächste Versäumnis auf. Meine Lieblingsköder auch zu Hause vergessen. komplett nur 4 Gummifische dabei. 4. Zahlen 4. Muss rein. So, wir haben jetzt die erste halbe Stunde rum. Ich hatte einen Biss auf den Bleakshad. Ich werde jetzt was mit etwas mehr Aktion drauf machen. Und zwar den neuen Techno-Vibe von LMAB in White Tiger. Hatten wir auch im Pre-Fishing einige gute Fische drauf. Ein paar Hechte und ein paar Barsche. Der macht auf jeden Fall ordentlich Krawall. Ich nehme auch hier die stärkste oder die größte Größe in dem flachen Wasser. Um möglichst viel Druck zu erzeugen, und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir die Fische so ein bisschen wachgerüttelt bekommen. Ich tick diesen Blade jetzt ganz normal, eigentlich wie ein Gummifisch, aber in schön schnellem Tempo, und hoffe, dass man so ein paar Reaktionsbisse abkriegt. Ja, das mache ich jetzt mal ein paar Minuten und dann sehen wir weiter. So, jetzt geht's los. Keine 2 Minuten Fahrt. Jetzt sind wir im Flachwassergebiet. Hier kann man jetzt alles erwarten. Hecht, Barsch und Zander. Shutterbait fischen mit Trailerhook. Sicherheitshalber, dass die Fische auch hängen. Und jetzt geht's los. A little bit left. Yeah. Oh, it's coming. Yeah, 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 perfect. It's not a big one. Yeah. Good work. 5 inch soft bait. Does the job. 59 centimeters? Yeah, 59. Let's go for another bigger one. Let's go for a bigger one, I would say. Sehr lohnenswerte Power Hour bisher. Dabei ist gerade mal Halbzeit. Woo. Let's go. Sascha fischt gerade eben mit dem Gummifisch und versucht Zander und Hecht zu bekommen. Und ich versuche das Ganze viel langsamer mit einem Krebs hier über so eine Muschelbank schleifen zu lassen, sodass ich vielleicht die Chance habe, 1-2 gute Barsche zu erwischen. Ich fische das Ganze super fein, eine 18 Gramm Rute mit einer Stroft GTPS mit 6 Kilo Tragkraft. Da fische ich auch wieder die graue, die ist ein bisschen weicher als die grüne. Das mag ich, wenn ich so ganz Finesse fische. Und Sascha wiederum fischt die Stroft GTPS in grün. Die ist ein bisschen steifer, ein bisschen robuster. Er setzt beim Zanderangeln den Anhieb viel massiver als ich beim Barschangeln. Und da zählt er auf die Kombination zum Zanderfischen. Ich dachte gerade, ich hatte einen Biss. Und da lag ich goldrichtig. Der hat mir den Krebs schön zerhackt hinten. Das ist alles, was davon übrig geblieben ist. Schnell einen neuen montieren und nochmal raus mit dem. Nice! That's okay, it's bigger than the last one, I think. Oh, it's a nice one. Yeah. Perfect. Don't lose it. Oh. That's an upgrade. Good job. Again, all on the same lure, Kickman. They really took it very well on a light jig head. It's working for us, the light jig Xander. Let's see how long it is. 66? Yeah. 65,5. Ja, so 66. Good job, Nils. Der nächste Zetti in guter Turniergröße. Traumstart scheint inzwischen nicht mehr zu hoch gegriffen und Nils hat noch nicht genug. Oh, this one wanted to go. It looks like there are a few more. So I think we're gonna have some action. So stay tuned. Du wolltest schon immer mal selbst beim YPC dabei sein und Seite an Seite mit den stärksten Anglern Europas fischen? Hier ist deine Chance, denn der YPC Fans geht in die dritte Staffel. Titelverteidiger Luis Mendes, Shootingstar Johannes Gasser, Raubfischprofi Simon Thorenbeck und YPC-Legende Mark Paczowski werden alles dafür geben, dass ihr Bootspartner mit dem Hauptpreis nach Hause fährt. Unterstützt wird der diesjährige YPC-Fans von Grundens, dem verlässlichen schwedischen Ausrüster, der Angler seit 1911 mit erstklassiger Outdoor-Kleidung vor den härtesten Wetterbedingungen schützt.
Grundens stattet den Gewinner nicht nur mit ihrer Premium-Ausrüstung aus, sie legen ein unvergessliches Hechtangelabenteuer in Schweden inklusive Reise, Unterkunft, Guiding und allem drum und dran auch noch obendrauf. Du willst beim YPC-Fans dabei sein? Versuch dein Glück. Den Link zur Anmeldung findest du in der Videobeschreibung. Geil, richtig geil. Der erste Fisch mit der neuen Twin Power. Geile Rolle, richtig geiler Barsch. Also wir werden jetzt einfach zu einem anderen Spot bewegen. Es ist nicht weit von hier, so ungefähr 500 Meter von hier entfernt. Da haben wir auch natürlich Fische. Überall, wo wir heute hinfahren, ist klar, wir haben Fische gehabt im Training. Und sonst würden wir gar nicht da hinfahren. Und wir schauen einfach, weil es ist schon relativ wenig los bis jetzt. Kaum ist Daniel nicht mehr am Platz. Ah, das ist dann nur... Ja, Fisch. Ja. Jo. Ja, Plan ging auf. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Danke. Auch wenn es so ein Mini-Mini-Mini-Barsch ist, der hat sich den Krebs komplett weggenommen. Packen wir den mal auf die Scale. Vielleicht. Guck mal, die Farbe, ey. Der ist komplett silber. Ja. Also, Mund muss ja geschlossen sein, genau. So, aber ist drüber, ja? Ja, 29. 29. Alles klar. Ja. Erster Fisch für mich. Wieder zurück und gucken, dass wir einen größeren kriegen. Yes! Fisch. Ach, Fisch. Ja. Fisch. Geil, 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 geil. Ist aber auch nichts Großes. Gucken. Aber unterm Boot. Unterm Boot ein bisschen die Spitze nach vorne. Jawohl. Dass ich auch reinkomme zum Kühlschauen. Bisschen nach vorne, bisschen nach vorne. Ja, gut. Und bis zum Nebenbutton. Ach so. Okay. Und der könnte Maß haben. 50. Das wären weitere Wertungspunkte. Haut uns noch nicht weg, aber es ist gut für die Motivation, es ist gut fürs Gefühl. Es ist cool. 46. Und zurück. Oh, der will. Aber hier, direkt da drunter, da wo der Batzenbrassen stand, oder? Direkt mal Moment, war jetzt tatsächlich, was war das jetzt? Der Fisch, 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 och, Fisch. Wieder. Der geht ja ab wie ein Rätselbaum. Der fühlt sich ein bisschen besser an. Der ist ein bisschen besser? Ja. Lass die Bremse ruhig ein bisschen zu. Okay. Die Zander haben so ein hartes Maul, nicht dass der noch aussteckt. Ja. Der sieht ein bisschen besser aus. Hier checkt nichts aus, hey. Eingecheckt ist ein, oh ja, der könnte ein klein bisschen besser sein. Der nagelt runter. Das findet er gar nicht witzig. Ihr wollt keine Freunde Der ist ziemlich angepisst. Der ist ziemlich angepisst. Da kommen aber gepflegte Kopfschüsse. Die Rute nach vorne. Ja. Ja. Da kommt er. Da kommt er. Ja, der ist viel besser. Yes, da ist er, ja. Boom, shakalagalaga, boom. Ende 5, der hat er. Ja, okay. Der Zanderplan ist für uns jetzt erledigt, würde ich sagen. Tatsächlich. Boah, gibt's gar nicht. Der war Born to fish wild, ey. Da ist er. Schön. Schöner Fisch. Ja, komm hin. Ja. Lass ihn 60 haben. Bitte, bitte. Der hat 60. Ja, genau 60. Genau 60. Ja, wunderbar. Ist es cool oder ist es ganz cool? Also so richtig merkt man das Lampenfieber nicht beim Wildcard-Gewinner. Nach Zander Nummer 4 kann Shimano schon früh den nächsten Zielfisch ins Visier nehmen. Simon und Jelle warten nach wie vor auf den ersten Biss. It's a little bit all or nothing here.
That's always with this spot, yeah. But they're there. There are some big fish around, for sure. The wind is good, the water color is good. Yeah. We got crazy good lures. Of course. The only thing that we can blame is the captain. That's it. That's it. You're the captain, isn't it? No need to get nervous. Oh, I'm not nervous. Well, I'm actually nervous, but in a good way. Yeah, a bit tensioned. It's gonna be fine. Soon we get the first bite, and that's gonna be not a small fish. If you're not nervous for the competition, it's not good. Yeah, then you're mentally ill. Hang da. Danke. Ja, ja, sehr gut. Warte, komm. Schön. Schön riecht. Ja. Der erste Fisch ist an Bord. Ja. Alles klar. Zum Eingrooven. Sehr geil. Petri, krank. Robin, sehr gut. Der erste kleine Hecht ist gekommen. Wir müssen weiter angeln schnell. 58,5, also 59, ja? Ja. Mach ich gleich. First cast on the new spot. Kleine Perch. Hoffentlich hat er aber genug Fleisch, um maßig zu sein. Ja, das glaube ich schon. Yes! Nice, Mann. Ja, mein zweiter Erstzimtkäser. Ja, geil. So, kleine 32er Perch, aber schon maßig. Der erste Punkt auf dem Board. Auf jeden Fall ein gutes Zeichen. So kann es weitergehen. So, Daniels Erfolgsköder jetzt war diese kleine Craw von der Duster, die Gadget Craw. Das Schöne ist, wir wissen zu 100%, dass die Barsche hier im Gewässer diese Craw noch gar nicht kennen, weil sie ist relativ neu auf den Markt gekommen, gerade in Japan. Und als ich die zufällig im Netz gesehen habe, wollte ich die unbedingt in Blue Drop packen. Das ist jetzt auch geschehen in der Limited Japan. Ich denke, den Köder werden wir heute noch einige Male sehen, weil wir haben wirklich viele, viele schöne Barsche und eben auch Hechte drauf gefangen. Und jetzt machen wir weiter. Stoft hat schon einen Barsch gehabt, noch ein Zetti für Rapala. Shimano nochmal zwei Zettis. Ja, die Jungs sind am Fangen. Aber. Ah, Paddlebike. Oh, Gott sei Dank sind wir auch jetzt a bit more in action. Okay, wir sind am richtigen Spot. Ja, das ist ein kleiner. Oh, da sind ganz viele hinter ihm her. Ich würde ihn mit der Hand landen erstmal. Yes. 25. Kleiner Barschi. Ich hoffe, dass wir ihn ersetzen können, aber immerhin. Was man hat, hat man erstmal. Stimmt. B1 und auch Lure Drop sind auf dem Board. Damit ist nur noch ein Team bisher ohne Fisch. Very nice little around a meter between the surface and the weed bed. So now I'm starting to fish my beloved Berkeley Dex Tanna. The shallow version, which you can fish practically over the weeds. Maybe you sometimes touch the weeds, but okay, because we're twitching, you will hit the weed off the hooks, so to say. So very good lure to fish over the weeds, around the weed edges, and basically it catches everything. So of course today we need all three species, perch, pike and zander, and those baits, those jerk baits, twitch baits, they catch everything. So let's give it a try with this one. Fish. Barsch, ja. Jawohl. Oh ja. Yes. Sehr gut, Sascha. So. 46. So, ja. 46. Okay. Perfekt. Sauber, Sascha. Dicker Barsch. Sehr gut. Oh, jawohl. Jubel. So. Auf einmal wollen die richtig Tamtam, ey. 28 Gramm geben oder was? Mhm. Und dann so, ding, 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 ding. Schnur runtergelassen, gewartet, gezogen, bam. Der zweite richtig starke Fisch für Sascha. Allzu lange aufhalten können wir uns aber nicht. Woanders ist die nächste Route kommen. Weg.
Könnte ein Zander sein. Ja, schön. Jo, ist ein Zander. Ist ein schöner Zander. Mhm. Was ist da drin? Ja. Ja, Frank. Wow. Sehr geil. Ah, geil. Zanderbiss mit, muss ich mal sagen. Mein Freund Johannes, DTL-Route, 12 bis 42 Gramm. Sein Trailer, sexy Swimmer in der Farbe, hat er mir vorher noch Tipps gegeben. Ich habe von so einigen Tipps bekommen. Und da ist er. So, Augen zuhalten, ist ein bisschen ruhiger, entspannter. Das sind 64, oder? Tipps vom Barschpapst für einen schönen Zander. Dem Entschneidern folgt ein Blick ins Protokoll. So, der kann schnell wieder schwimmen. Wichtiger Fisch, 64er Zander. Ein Agro hier und schon ist er wieder weg. Das geht in die Richtung, die wir haben wollen. So, Daniel hat gerade einen Fisch gefangen, einen Barsch, einen 25er Barsch. Und Sascha schon wieder, oh stark, Team Stroff, 46er Barsch. Die sind im Feier, die Jungs. Yeah, the power is over. Nils caught a few nice fish. We wanted to catch at least two over 70 centimeters. I think we are happy. One 70 centimeters under, 71. 71, 66. Exactly. So we will try a little bit more for Zander, I think, and then we move some to some spots for perch. So let's go. Let's go for it. Yep, fish again. Small perch. Number 3, 28. Mal gucken, ob wir seine Oma finden. Köscher. Schnell. Zimmer. Zander. Zander, schöner Zander wieder. Bisschen so größer. Sehr komm. Schön. Komm. Sehr ja, schön. Da ist er. Frank. Zander 2. Sehr gut. So, hier ran. Trotzdem 61. Adrian, 61. Die Stellen liefern. Okay, die müssen jetzt größer werden. Komm. Quick Release. Zander, Zetti. Und marschiert ab. So, weiter geht's. Johannes vom Barschpapst. Zander geht auch. Lure, Drop und B1 legen nach und es geht hier weiter, Fisch auf Fisch. Dabei bleiben nicht einmal alle hängen. Ja, oh, have one big bite. Da, Henker. Ja, sehr schön. Nein, weg, fuck. Ja, Fisch. Geil. Aber klein, 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 klein. Fisch. Bin da. Ab. Egal. Fuck. First hour, no contact. Ja, Fisch. You have to say that more often, Simon. Get 1 hour, no fish. Get the net, buddy. I'm not sure what it is, but the first bite is actually like a little perch. Ooh, very good perch. That's a good perch. That was a hoppa. Hoppa. Oh, look at that fish, man. That's an awesome fish, yeah, man. That's a very good perch. Crazy good perch. Oh, my God. He's quite long, but he's high, really high. It's like a little balloon. Is that a perch? What do you think? Gee. Beautiful fish. So, fished with the Berkeley Duck Stunner twitch bait just over the weeds. And look at that. That's a proper perch. The first fish on the board for the YPC boat. And I would say a good one to start off with. 49.5. 49.5. Is it approved? Approved. Approved! Well, I would say that's a decent fish to start with, my friend. Oh my God. I think that's 100 points, isn't it? So 49.5, that yeah. means we round it up to 50. That means 100 points. What the hell? First fish. That's all, Pop. Oh man, the first fish, 50 on the board. Good. Yeah, really good. Okay, let's continue. Let's go for the pike now. Awesome, man. 100 points going back into the water. Like that. Strong release. Thanks for netting, buddy. Really good. So that means you can cast for an hour straight with no contact. But if you believe in what you're doing, if you have the right spot, if you have the right approach, even if you don't train so much, if you don't know exactly where the weeds are,
Just follow your instinct, fish a good lure, and you will catch fish like that. Klingt so eigentlich ganz einfach. Abu Garcia meldet sich im Turnier an, etwas später als die Konkurrenz, dafür aber umso eindrucksvoller. Yeah, there was a big perch of 50 centimeters from Simon. Simon, a 50er perch. Ein Fuffi. Wahnsinn. That would be a nice one for us too. Die haben sich bis jetzt gar nicht zu Wort gemeldet, aber eins war klar, die werden sehr, sehr, sehr stark. Wir werden ja einen Wurf noch beide machen und dann gehen wir zu unseren nächsten Stellen. Leider nur etwas kleinere Barsche unterwegs zurzeit. Aber wir haben viele Stellen, die wir abklappen wollen. Puh, das ist eine Ansage, ein 50er Perch. Hey Jelle, today let's only catch fish that are more than 100 points. Well, that's a good idea. It's in the end what matters. Perch of 28 is nice for Team Stroft, but in the end that doesn't give you a good scoreboard. Das hätte Simon vielleicht nicht so laut sagen sollen. Komm, Sascha. Ich sehe nichts. Kommt hoch. Unfassbar. Oh, das ist eine dicke Murmel. Uiuiui. Heidewitzka, Herr Kapitän. Wow, guckt euch den Barsch an. Ja, und genau darum geht's. Die Entscheidungen dann so zu treffen, wie die Dinge an dem Tag kommen. Sascha hat super schnell gefischt. Ich habe davor ganz langsam gefischt und keine guten Kontakte gehabt. Auf den Dartjig gewechselt mit dem Needle. Und boom, sehr geil. Wichtig ist, bei dem Setup so trotzdem Druck zu machen, dass der Fisch nicht aussteigen kann, der Köder ist raus. Und da ist es einfach geil, wenn man eine Schnur hat, auf die man sich verlassen kann. Wie viel hast du? 48,5. So, der hat noch eine kleine Besonderheit, dieser Barsch. Pass auf, dreh den mal auf die Seite. Der hat hier ein kleines Tattoo. So, wir machen Folgendes. Derjenige, der diesen Fisch nochmal fängt und dieses Foto, ein Foto von diesem Tattoo reinschickt, der kriegt ein tolles Stroft-Paket von uns zugeschickt. Wir nehmen die Jungs beim Wort. Wenn man den kleineren Barsch rausrechnet, liegen Sascha und Sebastian fast bei der Durchschnittsgröße, mit der Team Nace im Jahr 2022 den aktuellen YPC-Vorrundenrekord aufgestellt hat. Man fragt sich ein bisschen, wo das heute für Team Stroft noch hinführen soll. Für Shimano geht's erstmal am zweiten Spot weiter. An der nächsten Stelle angekommen. Wir haben hier eine Kante mit sehr, sehr viel Kraut oben drauf. Die werden wir jetzt einfach mal mit Searchbaits absuchen, mit Spinnerbaits, mit Chatterbaits, mit Crankbaits. Versuchen hier den Hecht zu fangen. Die Stelle liegt quasi auf dem Weg zu unseren nächsten Spots, die wir anfischen wollen auf Hecht. Und da wir gerade noch Wind haben und das einfach passt und kein anderer Angler hier ist und die Stelle wahrscheinlich hoffentlich noch jungfräulich heute, werden wir jetzt die ersten Würfe machen. Ja. Genau. War Peter? Geht ab. Geht wirklich ab. Auf den Hecht. Auf den Hecht. Den holen wir uns. Ich setze jetzt mein ganzes Vertrauen in den Swaggy von Shimano. Spinnerbait, genau. Und genau. Ich werde die Alternative angeln. Crankbait, einen richtig großen Macbass. Der Plan steht. Ja. Hechte fangen. Hechte. Schauen wir. Okay. Ob es funktioniert. First Cast, Hechte. Naja, ob das so funktioniert. Wir fest dran glauben. Der erste war ja auch gut. Für jeden 100er Hecht, wenn wir einen kriegen, gehe ich ins Wasser. Das ist eine Ansage. Für jeden 100er, aber gut. Hut ab, also ich gehe nicht baden. Und so warm ist das nicht, aber für jeden 100er gehe ich ins Wasser. Okay, so start drifting? Sure. Okay, we're gonna change tactics a little bit. Now we fished on the anchor on the electric engine, because we have a tiny spot in the spot. Well, we had a good perch on it, only the pike doesn't work yet. So now we're gonna make a drift. So we get the Abu Garcia drogue and we put it behind the boat. So we're going really slowly over the plants. We're gonna make some meters. I also got two in the boat. Well, now it was only one because there's like three above four in the water. One is enough. It's a big opening with a small opening on the end. And you can
open or close this, and you can adjust the speed what you're doing. So we're gonna close it to start, because I want to go as slow as possible. Just chuck the back in, attach to the boat, and it will open itself. That's our drifting anchor. The beast broke. Yeah. Oh, I got a bite, Simon. Ah, shit, I missed it. Sander hat den Bock. Ah, warte. Dankeschön, Frank. Ich zeige euch einmal kurz. So, den messen wir dann. Ich glaube, er wird als 50er gewertet. Push. Und Frank hat einen Fisch, also das heißt, ich release schnell. So. Könnte. Sieht gut aus. Der Wind wird auch ein bisschen stärker, habe ich das Gefühl. Der will den Kescher. Ja. Sehr schön. Petri, okay. So. Was haben wir? Okay. Zweiter Hecht an Bord. Der MS Hornet. Kleiner Hecht, 72. Kann schnell wieder schwimmen. Und hoffentlich bringt er noch. Du musst noch schön wachsen. Jetzt bringst du uns noch eine. Deine Mutti vorbei. Fisch. Das gibt's doch nicht. Ja, wirf da rein und gleich hängt der nächste. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Geht ein bisschen flacher. Scheint wieder ein Hecht zu sein. Oh, dreht sich. Oh, der ist besser, Frank. Ja, ja, den wollen wir. Den wollen wir. Schon ein bisschen besser. Ja, da ist er. Sehr schön. Frank, das waren zwei Kurbelumdrehungen nach dem Reinwerfen nach dem anderen Fisch. Auf jeden Fall sind die Hechte hier zusammen, die sind im Team. Ich habe ja gesagt, bring die Mutter vorbei. Und dein Köder läuft wieder, ne? Köder läuft. Also der auch schon im Training. Guck mal, die Rute wirft sich super. 2 Meter, 44 Länge, 12 bis 42 Gramm. Johannes, vielen Dank, dass du die Rute so geweiht hast sozusagen. Und den sexy Swimmer in der Farbe. Okay, schon ein bisschen besserer. Frisch. Schöner Pike. Dann messen wir mal gleich. Schön blutig. Bei Felix rauf hier. Guck mal. Mit den blutigen Händen. Was ist er? 88. Da sieht man mal schön, so groß war sein Zander, wie der Hecht hier. Ey. Wahnsinn. So, der geht jetzt zurück. Der Junge. Aggro. Hier, so sieht die Hand aus nach dem Hecht. Also manchmal ist vielleicht so ein Hechthandschuh gar nicht schlecht. In dem Fall vielleicht sogar Handschuhe. Die Blessuren wird Frank aber wohl verschmerzen können. B1 übernimmt die Führung. Wie lange die währt, ist bei der momentanen Frequenz allerdings fraglich. Obwohl weiterhin längst nicht alle Bisse verwertet werden. Fisch. Fisch? Zieht. Ist weg. Das Ding nicht weg. Da, ja, Fisch. Barsch. Sehr gut. Nein, weg. Ja, nein. Oh, ja. Der war gut. Vor allen Dingen ist schön, dass du nicht an meinem Fehl bis jetzt mehr rummaulen kannst. Weißt du? Das befriedigt mich total, weißt du? Ja. Ja. Ah. Ich hatte Kontakt. Okay. Kontakte kann man nicht braten. Das ist ein weises Sprichwort, mein Lieber. Ja. Okay, it's a decent one. Thank you. Oh, it's very tough to hug. As always. As always. Yes, my boy, nice. Yes. Yes. Cool. 81. Yes. Ah. So, schöner Start jetzt an der neuen Stelle auf jeden Fall. Geil. Ja. Geil, Mann. Ja. Geil. Also wir fischen jetzt hier an so einer recht steilen Kante. Vor uns ist ein Flachwassergebiet. Also ich habe jetzt einen tieflaufenden Crankbait montiert. Der hackt immer schön über den Boden und genau das wollte dieser Hecht. Und jetzt werden wir mal sehen, ob wir noch ein paar mehr kriegen. Ja. Fisch on. Another Pike.
Yeah, another pike. A little bit smaller. So, nächster Wurf, direkt der nächste Hecht. Nice. It's a 65.5. Yeah, 166. Alles yes. Klar. And nice, yeah. Put that direction. Bye bye. So cool. Yeah. Good. Good perch. Oh no, 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 no. Strike again. Yeah, nice. Nice, man. On the Yuzuri. Yes. Der dritte in 5 Minuten, man. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Tue ich auch in Yuzuri jetzt drauf, oder? Probieren wir es. Geil. Wir haben einen 63er. 63? Ja. Oh, okay. Und schnell zurück mit dir. Oh. Schön, Leo. Geil, Mann. Dieser kleine Crank von Yuzuri hat den Job erledigt. Der läuft so auf 2,5 Meter und wir drücken immer die Rutenspitze so ein bisschen unter Wasser und wir kriegen den auf 3 und der ja, macht ganz schön Radau da unten am Grund und genau das wollen die Hechte jetzt gerade. Und der war auch in der Box, oder? Ja, ja, klar. Na klar. Na klar, die guten Sachen sind immer drin. Also vor all diejenigen, die ein bisschen gewundert hat, wer dieser Leo ist, vielleicht nicht jeder kennt ihn und wieso er jetzt als mein Partner hier mitfischt. Ich glaube, ihr seht langsam wieso. Also ich wollte schon dieses Mal, also Enrico ist auch natürlich schon ein super Angler, aber Enrico angelt eben mit Hannes und ich wollte schon einen ebenwürdigen Partner und somit somit habe ich Leo und Leo ist wirklich ein echt super, super Angler. Und Gott sei Dank geht der Plan echt gut auf. Ja, yeah, got it, got it. Fish. Good one? Oh, it's a small one. Wow, this is a big fish area, but. Look at that, I mean still. Good job. And it's 64 and a half. Small pike to start with. Go, buddy. Go get your mama. So you see, we had not enough plans, and we switched to an area with a little bit more plans, and we have a bite directly, yeah? Yeah, it was first cast. Yeah. Two more pikes, one more perch, and then we need to focus a little bit more on the senders. Yeah, but I think this cloudy weather is good for power hours as well, Simon. Yeah. So much to do today. So many fish still to catch. Yeah. Moin! Sehr gut. Sehr gut, da kommt er. Ja, schön. Oh, schöner, 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 schöner. Da ist er. Schöner! Yes! Ja. 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 Da ist er. Oh, wie cool! Schöner Ende 30 wird er haben. Zack. Oh, wie schön. Schöner Barsch. Ja. Würde ich sagen, kann sich sehen lassen als Wertungsfisch. Da ja. Hat er den Chatterbait im ersten Wurf gleich genommen. Tatsächlich genau 38. Siehst also ist du? Er über 37,5 entspannt. Ja, wunderbar. Hat funktioniert. Gewechselt auf einen kleinen Chatterbait. Ich brauch den Kescher, ich brauch den Kescher. Ja, 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 ja. Ich setze den Barsch direkt zurück. Ja, Barsch. Barsch. Und vernünftig. Sehr, sehr schön. Ja, es ist ein guter. Oh, das zockt da rein. Oh, ja, 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 ja. Komm, Alter, mach keinen Scheiß, nicht aussteigen. Nicht aussteigen. Oh, der findet das nicht witzig. Ja, so. Ja. Ah, Schagalaga! So muss das sein. Bist du so nett? Ja, na klar. Okay. Leute, ich muss euch einfach sagen, nicht, dass der Erik die ganze Arbeit für mich machen muss. Ich habe seit 2,5 Monaten neues Kniegelenk drin. Ich kann, darf mich nicht bücken. Von daher ist es ein bisschen eingeschränkt, aber kein Mimikram. Ich darf mich nur einfach nicht bücken. Deshalb macht das Erik für mich. Und stellt fest, dass wir einen 38er, quasi ja. Den Bruder, den direkten Bruder von seinem Kollegen gefangen genau. Haben. Immer gucken, dass Maul zu ist. Ne? Ja, genau. Okay. Wollten sie so, aber wie Ewart gesagt hat. Ja, aber hat genau 38. Genau 38. Boah!
Top. Richtig cool. Wie cool. Besser kann es nicht laufen. Ist super. Wo sind die Hechte? Die holen wir uns jetzt. Okay. Aber das ist doch klasse. Hey, hey, hey. Man kommt kaum hinterher. Leo liefert für Lure Drop und Erik und Peter sind von ihrem ursprünglichen Hechtplan anscheinend schnell wieder abgerückt und machen stattdessen die Barsche voll. Wenn ich richtig gezählt habe, liegen wir nach knapp 2 Angelstunden bei 26 Wertungsfischen und es ist kein Ende in Sicht. Schöner Zander. Ja, besserer Zander. Vorsicht, komm, 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 komm. Komm. Ja. Und. Petri. Ja. So, ich glaube, der hat auch noch mal Mitte 60, ja? Ja, ja. Sehr gut. Also, der Chatterbait läuft wie im Training. Rasiert er hier weg, ja. Frank. Ist richtig on fire, sehr, sehr geil. Junge. Ja. Wichtig ist immer dran glauben. Hatten wir vorhin drüber geredet, den Spot nicht zu schnell zu wechseln. Aber unser Training und unser Plan ging auf. Bin noch ein bisschen blutig vom Hecht gerade eben. Ein bisschen größer, ist eine Verbesserung. Guck mal, der geht ran, 65. Mhm. 65er Zander. Sehr schön, Frank. Läuft. So soll's Robin, sein. Top, top Team. So macht's Spaß. So, schnell zurück. Ja. Vertrauen ja. In Köder, ey. Halleluja. Ja. Hat der jetzt schon Fisch gebracht? So, wir haben ja jetzt gesehen, Frank hat richtig abgeräumt mit den Chatterbaits. Und bei mir tut sich ja noch nicht ganz so viel. Aber wir brauchen große Fische. Das heißt, Frank macht auf jeden Fall weiter, holt hier den einen nach dem anderen raus. Und ich versuche ein bisschen selektiver dann nochmal den einen großen Zander oder Hecht zu erwischen, weil die gab's. Und da sind auch viele große Fische auf mittelgroße Gummis gekommen. Deswegen wird hier fleißig weitergeworfen, weil die anderen Teams sind alle super stark, da sind wir uns sicher. Ja. Wir brauchen richtig große Fische, um weiterzukommen. Das heißt, wir werden ja wahrscheinlich viele Fische hoffentlich noch alle rausschmeißen. Und ja, deswegen müssen wir hier dranbleiben. Umso größer, umso besser. Aber ich glaube, jetzt sind wir schon mal ein bisschen entspannter gerade. Auf jeden Fall, ja. Aber wir haben auch noch nicht hochgerechnet, was die anderen schon haben. Bei den großen Barschen, was wir da schon gesehen haben, und unsere gezielten Barschspots sind nachmittags angedacht, also mittags bis nachmittags. Das heißt, vorher müssen wir Gas geben, dass die anderen Fische sitzen. Ich versuche jetzt gleich nochmal eine Krabbe. Ja. Ich glaube, die Diversität, die ja heutzutage in aller Munde ist, ist hier auch richtig. Ist hier auch Programm. Hier ist Programm. We introduce Adventure Fishing and Functional Clothes for every fisherman. We'll dress you from the north. Through the European climate zone to the tropics, from head to toe, from carp fishing to sea fishing. Are you ready for the next fishing adventure? I am Adventure. My life is fishing. AdventureFishing.com. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 Euro auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boot Center. Willkommen an Bord. Moin Daniel, was gibt's? Mann Philipp, ich habe eine richtig krasse Idee. Ich glaube, diese kranke Aktion vom letzten Mal, die geht in die zweite Runde. Ein komplettes Set für 150 Euro kostenlos dazu. Alter, ernsthaft? Es ist alles sauteuer geworden und du willst schon wieder Rute, Rolle, Schnur und Zubehör einfach so kostenlos raushauen? Ach, come on, Philipp. Das schaffen wir schon. Nein. Doch. Nein. Doch, doch. Ach, was soll's. Na dann, los geht's. Ihr habt es gehört. Neue Runde, neue Chance. Nun auch für dich. Wer bei uns jetzt einen Online-Vorbereitungskurs auf die Fischerprüfung bucht, bekommt ein Starter-Set und nur solange der Vorrat reicht, im Wert von 150 Euro gratis zu seiner Bestellung dazu.
und sei nach bestandener Fischereischeinprüfung bereit, direkt dicke Fische zu fangen. So we are currently on Haringvliet. We got some zander, but our perch spots are not really delivering any fish, some small nibbles, some small bites. Had a few small bites, but we will actually move all the way to the end of Hollands Diep. We have some spots over there which we can in a small area where we can catch all species, especially perch and pike, which we need. So it's quite a long drive, but we have plenty of time to catch some fish. Let's do that. Let's do it. Beautiful drift. Any moment now. All in for the big ones from the start. That's the whole game plan. I mean, not about filling the card. We have to fill the card with good ones. So you need a lot of patience and discipline for that. Sometimes no action in 1 hour, 1.5 hour, and then you never know what's gonna happen next. The drift is perfect, the spot looks so sweet. Awesome watercolor, nice layer of weeds. A little bit cloudy. Yeah, a bit cloudy, choppy. It's really big fish weather, I would say. Yeah, for sure. Really big fish weather. Come on, Jelle. I want to see a big hoppa. Huge yeah. Hoppa. That's a good idea. It's a zander. It's a zander. Zander? Zander. Where are you? Where are you? Right here, buddy. Come on. Here he comes. Here he comes. Ooh. Got it. Ooh, you got it. How did you do that? That was a bit chaotic. I put him down here and I take my rod. It doesn't matter, we got it. Yes! Oh, right, it's a nice one. Yelle! Oh, expecting pike catching a zander. That's not too bad. Perfect. This is according to plan. This is what we needed. We didn't expect this one. We were searching for big pikes. I got a massive hit on my rod and this nice looking zander came here. Look at this back. It's a fat fish. Beauty. Always expect some zanders on the shallow, but ah, man, this is a nice fish. It's 69, exactly 69. How beautiful is this? This is a really good one. There she goes. Like my friends always say, let it rain, but the fish already did it. Hoppa! Hoppa! Wahnsinn! Oh, Sascha! Köder ist raus, ne? Alter! Alter. Wahnsinn! Booyah! Sehr gut, mein Freund. Komm. Yes! 81. 5, 82. Yes! Okay. Wahnsinn! Irre, Sascha! Wahnsinn! Geiler Fisch. Das wäre nicht, Alter. Okay. Wahnsinn! Also, was Sascha hier abliefert, ist wirklich unglaublich. Der nächste Volker rückt Zander am Tag und diesmal ist er noch länger. Nach diesem Brecher kann sein Teampartner die Gefühle nicht mehr zurückhalten.
Ist das krass. Ich liebe dich, mein Freund. Ich dich auch. Ah. Geil. Yes. Langsamer. Gut. Sender 82. Oh. Straft. Ja, die gasten zijn fucking gevaarlijk. Dietri, Sascha, Maschine, ey. Maschine. 82. Feier. Ja. 82er Zander, ey. Die Jungs wissen, was sie tun. Ja. Ja. Peter ist bei seinem letzten Wurf. Wir werden jetzt die Stelle wechseln, den Plan verfolgen, dass wir weiter auf Hecht angeln, das Gewässer wechseln. Wir werden jetzt ins Haringsfleet fahren. Da haben wir auch ein paar Kanten, ein paar Krautfelder, die wir uns vorgenommen haben, abzufischen. Peter, sein letzter Wurf und dann geht's los. Füttern. Pike. Maybe an upgrade. Yes! Nice, man! Nice! Yes, my boy! Hey, Leo is on fire with his crankbait! On fire! Yes! Wir haben gerade mal ein paar Würfe mit dem 18er Gummi gemacht, hatten auch direkt zwei Bisse. Aber da wir schon drei Hechte hatten, dachte ich mir, wir wollen auch auf jeden Fall die Chance auf den Barsch behalten. Habe ich den Crankbait wieder drauf gemacht und bumm, direkt der nächste schöne Hecht. So kann aber es weitergehen. Aber can't complain about that. Nein. 91. Yes! So gut. 91er! Geil, Mann. So wichtig. So wichtig. So richtig. Schön, ja. Oh, bye bye. Happy. You. Wichtiger Fisch. Die Hecht-Slots auf der Karte hat Team Lure Drop schon ganz gut gefüllt. Erik und Peter arbeiten daran. Sie haben dafür das Gewässer gewechselt und fischen jetzt im Haringfleet, während Rapala den umgekehrten Weg gegangen ist. Die restlichen Teams bleiben ihren Gewässern zunächst treu. Neuer Spot, neues Glück. Jetzt haben wir hier eine schöne Hechtkante uns ausgekoren und versuchen mal, dass wir da jetzt mit unseren Hechten mehr Glück haben als beim letzten Spot. Aber hier sind wir ganz hoffnungsvoll. Erik, ist so, oder? Ja, wir haben hier jede Menge Kraut, also sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Vergangene Tage haben mir gezeigt, dass hier die großen Hechte standen tatsächlich. Aber die habe ich immer außerhalb der Turniertage gefangen. Also immer davor oder danach. Nicht im Turnier, aber vielleicht ist das ja heute anders. Das ist doch relativ flach hier, 2,5 Meter, ne? Ja, wir werden versuchen, dass wir so auf der 3 Meter Kante fahren. Ja. Noch mal ein Stückchen runter. Oh! Line breaks. Okay, cut. What happened? How does that happen? Huh? Oh no, not my line breaks. The shallow screw went out of the lure. Sometimes you have to make an offer. Yeah, exactly. Ja. Fisch. Fisch, 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 fisch. Fisch, fisch, fisch. Nice head shakes going on. I'm not sure what this will be, but. Lost no. It. No! Fuck. No! Okay. Win some, you lose some. Yeah, win some and you lose some. Fish! Yes, 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 yes. Nice salmon. Revenge, revenge. Oh no, small, super small pike. Okay, I'm gonna hand land that one. Yeah? It'll be messy. Okay. Little pike. The Germans call it Frittenhecht. Small fry, but here you can see the Stunner delivers over and over again. At least active fish. Yeah, it is astonishing. 58.5, 59 centimeters. Oh, Simon! Good job, man! Almost wow. The same size as my perch, but hey. There you go. Ah. And it is fish number 4 on the board. Hey. Well done, man. Really good. But small we have to hopper. Work a little bit on the size. It's a small hopper. Quickly report it and continue. So, Erik, ich hau dieses Monsterteil jetzt immer wieder auf dieselbe Stelle, damit es dann diesem Riesenhecht so auf den Zünder geht, dass der das Ding einfach wegfressen will. Guter Plan, ja. Ein guter Plan? Zum Glück trifft man, du wirfst ihn immer auf die gleiche Stelle. Immer auf die gleiche Stelle. Alles
könnte ein besserer Zander sein, wäre schön. Ja. Schlägt so. Den holen wir ins Boot, Frank. Vorsicht. Ja. Zander. 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 Der ist jetzt 58, 59, 59. Schöner Fisch, schöner Zander. Petri. Ja, Petri, Dank. 59. Und Quick Release. Die Zander sind immer richtig quirlig hier. Von der Stückzahl performt mit Boot auf jeden Fall Trailer. Guck mal, wie zerrammelt der schon aussieht hier, die ganzen 10 Fische oder wie viel wir schon gefangen haben. Aber den kann ich noch mal. Wir sind sparsam. Sparsam. Kann ich auch allen raten. ja, spart für ein Boot. Oh, jetzt. Jetzt ist er wirklich hinüber. Jetzt mal noch mal. Marketing at its finest. Simon und Jelle bietet sich derweil ein ungewöhnlicher Anblick. What's swimming here? It's also mullet. Yeah, mullet. Mullet. See their mouth open? Schools of mullet cool. Here. You see their mouths in the surface, you see that? It's bream. No, it's, yeah, it's bream, man. They're bream. Yeah. No pikes behind them. Strange behavior for breams, huh? Yeah. Hey. Geil. Ich bin da. Ja, der ist Marco. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, rein. Yes! Geil! Ja. Ich wollte gerade sagen, nach meinen Berechnungen bist du doch jetzt dabei. Hey, wie cool! Wie geil Punkte. Ist das? Du kommst klar, ich mach weiter. Ja, ich komm klar. Ich bin auf Ankern. Mach langsam. Jawohl. 5 Minuten an unserer Hechtstelle, an unserer Hechtkante, haben wir hier einen kleinen verhaftet. Also der hat tatsächlich... Ein Schritt näher an die Full Card. 61 cm, vorne ist er dran. Mega cool. Na okay, der wollte schnell wieder zurück in sein Element. Nicht so schlimm. Den Fisch kurz in die Wertung geben und weiter angeln. Das hat nicht lang gedauert. Mit der Full Card vor Augen liegt Shimano quasi gemeinsam mit B1 an der Spitze. Der direkte Verfolger der beiden Teams ist aber schon wieder im Drill. Wahnsinn. Oh, mein Herz gerade. Oh, irre. Hammer. Auf die Craw. Und irre. Das Vorfach komplett wegen der Muscheln, komplett aufgepflanzt. Obwohl ich richtig Druck gemacht hatte, die Schnur gehalten. Geil. Mega. So ist das 47. Ja, 47. Haha, jawohl. Ha, nächster geiler Barsch. Oh, jetzt einen von denen noch und wir können unsere Strategie fortfahren und auf Hecht gehen. Ja, Mann. Weiter so. Stroft ist nicht zu stoppen. Sascha regelt die Zander, Sebastian fängt die dicken Barsche. Die nächste Hiobsbotschaft für die Konkurrenz. D-Zug, wirklich. Das, was seine Zander nicht gemacht haben, hat der Barsch wieder weggemacht. Wirklich, das war wie ein Stromschlag in der Rute. Irre. Und dafür, dass er den Krebs vom Boden aufgesammelt hat, ne? Wahnsinn. Erik, dieses Monsterteil hier fische ich mit Spin-Stops. Was denkst du dazu? Ja, tatsächlich bin ich eher der Freund. Gerade hier jetzt die letzten Sommerauszüge. Gestern hatten wir noch knapp 30 Grad und Sonne. Ja, okay. Relativ schnell durchzuführen. Ja, ja. Immer auf Zug, ohne Spin-Stops zu angeln auf Hecht. Also wirklich Dauerleiern. Okay. Ja, ich hatte immer so das Gefühl, wenn ich dann auch mal Nachläufe hatte im klaren Wasser, dass die oft auch abgedreht sind, wenn du den Spin-Stop eingelegt hattest. Ja, also ich würde ihn tatsächlich durchleiern. Okay. Ja gut, deine Erklärung macht Sinn für mich. Wir fischen jetzt einfach die Kante ab und hoffen, dass wir hier so eine Hechtdame überreden können, ja, die hier gerade steht und genüsslich irgendwie da vorne Bream noch gefressen hat. Ja,
und jetzt den Chatterbait oder Spinnerbait möchte. Wenn du mal einen ganz interessanten Widerstand spürst beim Auswerfen, dass mein Gesicht fischt. Ja? Ja, ist Fisch. Ja? Ist Fisch, ja, ist Fisch. Boah, krass. Ja, Rute ein bisschen runter, nicht dass er springt, ja, der Hecht. Oh, ja, ist ein Hecht. Ja. Geil, geil, geil. Die Hechtkante. Ja, ist ja gut, Schätzchen. Wir versprechen dir auch, du kommst direkt wieder ans Wasser. Leben eine Minute zurück. Draußen. Unglaublich. Also, ich kann's. Boah, der drückt. Ja. Der drückt. Ich geh mal runter. Ja. Ah, der drückt. Und mit diesem scheiß Knie bist du derart gehandicapt. Aber ist egal. Siehst du ihn? Weil ich sehe. Nee, noch nicht. Ah, okay. Ich sag ja, dir sofort gut. Bescheid. Bisschen rüber. Jetzt kommt er. Ja, bisschen rüber. Da ist er. Eine Netz. Ja! Full Card! Peter, wir haben die Full Card. Ja! Unglaublich. Boom! Schakalaka. Boom, boom! Yes! Vielen Dank! Über 70? 75, guck. Über 75, warte, ja. Augenblick. Nee, ja. Über 75 nicht, ne? Nee, ist er nicht. Nee. Also, wenn, was macht, wenn du den. Nee, 74, nicht. Komm, wir machen hier nicht. Alles fair play. Naja, guck mal. Nee. Alles gut, 74. 74, schöner Hecht? Ja. Mega. Unglaublich, der Fisch für unsere Full Card zu unserer Full Card! Shimano hat die Full Card. Cool, so geil, oder? Peter. Guter Job. Küss mich, ich hab Hitzschein am Mund. Nee, lieber nicht. Mann, ich freue mich. Toll. Der erste Tag der Gruppe A war außergewöhnlich. Aber was hier heute passiert, ist kaum zu fassen. Und auch irgendwie eine schöne Geschichte. Wildcard-Gewinner Peter sichert Shimano nach gerade einmal 3 Stunden die Vollcard. Wahnsinn! Ja. Es ist 22:30. Und wir haben die Vollcard. Wir haben die Vollcard um 22:30. Ja. Oh, das Zander, ist so cool. Zwei Barsche. Zwei Hechte. Alles ausbaufähig, kein Problem. Ja, wir haben ja noch einen Tag Zeit. Aber wir haben jetzt die Vollcard. Ich freue mich. Minimalziel erreicht. Ich freue mich wirklich, ehrlich. Und das um die Uhrzeit. So, ich werde dir vielleicht mal schnell melden. Okay. Der 80er Zander wird wahrscheinlich das Thumbnail werden, oder? Ich sterbe. Ich gehe kaputt. Wahnsinn. Der Hecht hat uns gefehlt. Jetzt ist er im Netz. Alter, ich sterbe. Ich sterbe. Mach dicht. Oh, mach du vorne. Jetzt mach liegt an. 1,08 Meter. Ja. Alter! Erst den dicken Zetti, jetzt den dicken Hecht. Mega, Sascha. Hammer. Petri, mein Lieber. Mein Freund, das war astrein. Ja, schön am Teppich abschmieren. Du bist ja so ein Assi. Ich hab gedacht, ich bin mit dem Knie auf dem Boden. Sorry. Das kann nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Erst Routen und Measurement vergessen und jetzt knallt Sascha den zweiten Fisch jenseits der magischen 100-Punkte-Marke raus. Also ich bin fürs Erste bedient. Wie wär's zur Entspannung mit etwas Tackle Talk? Zilla Glider. Actually, Simon designed it and I helped him with it. He sent me a lot of videos like, is it running good like this? I said, oh, a little bit like that. And in the end, we got the perfect glider, the perfect one.
and almost a lot of jerkbaits going from side to side, and we are dropping down, they go shaky a bit, and that's the moment when the pike get them. And this one, the Zilla Glider, is shaking like this with every twitch you give it. Ah. Yeah, perch, I think. Yeah, it's a perch. It's coming. Not the big one? Maybe a sander. I'm not sure. Yeah, it's a small sander. Yeah, let's try if it's fit. So it's too close, too small. 1 centimeter below 42. So see you in a few years, maybe. The current is quite strong. A change from 14 to 18 gram, just to make sure to fish out the bottom quite well, because there is fish, hopefully a bigger one also. Oop. So yeah, let's try. Roman, spiel nicht so viel an die Fernbedienung rum hier. Ich sage dir. Yes! Ja. Die Fernbedienung vom neuen Motor, vom neuen Garmin-Motor, ist auch neu. Der Robin nämlich entdeckt, dass der neue, also nicht neue Funktion, aber die funktioniert ein bisschen sauberer, ein bisschen feinfühliger. Oh ja. Und da muss er immer rumstellen. Da ist er. Die Fernbedienung ist serienmäßig beim neuen Motor dabei. Das Fußpedal ist eine Option. Der Motor lässt sich jetzt weicher steuern als vorher. Liegt aber auch an den Updates, also auch der Force-Motor läuft auch ganz gut, aber das war ja am Anfang so der Kritikpunkt des Motors, oder? Der Force-Motor war schon umstritten, muss man schon sagen. Gab eine andere Marke, die sind natürlich länger am Markt. Aber wer sich damit auseinandersetzt und jetzt mit dem neuen Fußpedal und der neuen Steuerung. Die haben sich was dabei gedacht. Ja. Und von der Stärke ist natürlich ein 100-Lips-Motor, also der hat Power ohne Ende. Und sparsam. Sparsam ohne Ende. Ja. Wie wir, so sparsam wie wir mit den Trailer. Mit den. Du! Fisch, dicker Barsch. Wahnsinn! Das war das Verrückteste überhaupt. Guck mal, wie er euch. Boah, guck mal, wie der den Dajik weggeschnauft hat. Wahnsinn! Und das war irre. Ich habe es kurz gesehen in meiner Schnur, wie die, obwohl die Absenkphase da war, schlaff wurde. Die war komplett weg, weil der Barsch den von hinten wahrscheinlich aufgeschoben hat. Ich sofort den Anschlag gesetzt und der hier kam bei rum. Irre. Deshalb ist es wichtig, seine Schnur sehen zu können. Also sucht euch die richtige Farbe aus und holt euch GTPS. 49. Boah, 49 cm. Der zweite dicke Barsch für uns. Also der zweite 49er. So, jetzt den letzten Hecht einsacken. Ja! Auf geht's! Ich hatte es zu Beginn schon angedeutet, aber jetzt müssen wir tatsächlich die Zahlen bemühen. Bei ihrem Vorrundenrekord aus dem Jahr 2022 sind Dustin Schöne und Felix Wegesser am Ende bei 772,6 Punkten gelandet. Zwar haben die beiden diese Zahl im Finale noch einmal um fast 70 Punkte überboten, Nays Rekord aus der Gruppenphase allerdings wackelt. Und Sebastian und Sascha haben noch anderthalb Angeltage vor sich. Der Konkurrenz bleibt nichts als Anerkennung. 49er Barsch. Alter, Wahnsinn. Völlig in Feuer. Ja. Also, Basti und Sascha, nice. Dickes also, Petri. Ja. Wahnsinn. Fisch. Nice, Simon, nice.
Small pike again. Small pike again? You landed with your hand? Yeah, yeah, yeah. Not the size of pike that we're looking for, but great to get some bites, of course. Quickly measure this one. We have 60 and a half approved. 61 points here. Quickly back and off to the next one, yeah? Let's well go. Done, Simon. There we go. Ah, it's nice to catch some fish. Und jetzt fahren wir ein Stück. Wir wechseln das Gewässer. Wir fahren jetzt vom HD, genau. Ja, Holland's Deep, zum Haring Split. Das ist jetzt unser Ding. Wir haben vor, eine Barstelle anzuangeln. Sehr, sehr punktuell. Da werden wir uns wahrscheinlich auch nicht ganz so lange aufhalten. Und danach vielleicht nochmal einen großen Hecht. Vielleicht kriegen wir den auch als Beifang, so schon die Hoffnung. Schub. Weil die fehlen uns ja noch. Und die Barsche geben ordentlich Punkte, also Barsche Ü45. Brauchen wir. Also brauchen wenn man jetzt das Scoreboard sieht von den Jungs, die haben richtig vorgelegt. Wir sind zwar von der Stückzahl der Fische im Moment gut drauf, aber von der Größe müssen wir noch nachlegen. Los, komm. Ja. Ab geht's, Leute. So machen wir's. Fisch! Yes! You're rocking. A little bit better bike, looks like it, but nothing huge. But going good, Simon. The sixth fish on the board for us. If we get it in. Yes. Yeah, what are you gonna do? Hand line it again? Or? This one you can put in the net. Yeah? Quickly. Here we go. Fish number six. You're on fire, Simon. We need one perch and one zander. And some upgrade pikes. It's another small pike. Little bit longer. I say it's 64, 65, something like that. Let's quickly check. 64. 64. 64? Need to work on the size, but hey. Well done, man. We're getting fish. A lot of fish now, so it's a lot of fun. Perfect. Nice, gentle release. Let's continue. So we got quite some action today on a twitch bait, jerk bait, as we call it. Actually fishing here the Berkeley Dex Stunner, one of my, proven to be successful, very, very good lures for all species. Caught the big 50 perch on this one today, and some pikes, of course. And I got quite some questions sometimes, from time to time, how to fish it. There's a lot of ways and types of ways that you can fish it. Normally what I do is really, first one, two, three turns with the reel so it goes on the right depth. And then really twitch it with hard twitches of the rod. Don't be too gentle, really, especially on the distance, you need some tough twitches. And then let it hang for 1 or 2 seconds. When the water gets colder in the colder months, this technique is also very efficient for the big perch. But then I leave the lure a little bit more to rest, so then the pauses between the twitches are a bit longer. Sometimes when the fish are really on fire, it's also good to really burn it, to not even stop it, but to really keep on twitching. Twitch, 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 and then you'll see also in the water how that lure is moving. It's really going erratically, left, right, up, down, left, right, and shaking like crazy. And that's sometimes really what makes the fish crazy. So really going very fast with the rod like that sometimes gives you hard stopping strikes, really insane. So try it out. It's a very good technique, really. Well, Simon, I think we have to focus on that second zander here, man. Yeah. Then that makes our day much easier. It makes the day super easy if we get that zander, yeah. Yeah, I'm just gonna fish for that now. We're gonna get the chatterbait, you have the stunner, then we've got two smaller lures. Yeah. It should be right, man. Jetzt geht's los. Zwei Spinnerbaits im Rennen. Ich habe jetzt auch umgestellt, einen etwas kleineren Swaggy. Eine halbe Unze mit goldenen Blättern, brauner Trailer, auch rot gehalten, so ein bisschen angelehnt an dem Köder von Peter. Ja, zwei Köder im Rennen der gleichen Art. Wir schauen mal, ob wir damit jetzt gezielt den Hecht noch ein bisschen upgraden können. Abu will den zweiten Zander. Bei Shimano geht es nur noch um Verbesserungen. Was machen eigentlich Nils und Johannes? Während den meisten Teams kaum Zeit zum Luftholen bleibt, ist es auf dem Boot von Rapala nach dem imposanten Start ziemlich ruhig geworden. Yeah, so we have very slow fishing. We moved to the end of the Hollands Diep, close to the beginning of the Merwede. Conditions have changed compared to a couple days ago, so a little bit more current.
little more darker water, and yeah, we got some small nibbles from small Zander, but overall it's pretty tough. So we changed places once again to some spots that have delivered some perch and Zander during pre-fishing. Maybe they bite over there, and otherwise we will try for pike. So yeah. Ein gelungener Start, finde ich. Auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall schlechtere Starten erlebt, kann ich dir versichern. Das ist dein erstes richtiges Turnier, oder? Ja, genau. Ja? Ich bin echt froh, dass du, sag ich mal, du hast echt sehr positive Vibes mit reingebracht. Und die haben wir immer noch an Bord. Das ist richtig geil. Super Start, echt super geangelt bis jetzt. Ja, danke. Einfach weiter Gas geben. Wir würden jetzt ein neues Spot aussuchen, oder? Genau, also wir haben jetzt im Prinzip mit relativ kleinen Ködern versucht, hier Barsche und Hechte zu fangen. Mit den Hechten hat es sehr gut geklappt, mit den Barschen, mit den Größen jedenfalls nicht. Und Training hatten wir auf jeden Fall noch ein, zwei Stellen, wo wir sehr, sehr große Barsche gefangen haben. Die werden wir jetzt erstmal ansteuern und hoffentlich klappt das genauso wie gestern oder vorgestern. Und dann sollten wir eigentlich ein relativ gutes Board bisher haben, ne? Ey, ich hoffe, lass uns versuchen. Gut, Leute. Wir beschließen diesen denkwürdigen Vormittag mit einem letzten Blick auf die Tabelle. Storft ist mit Rekordpunktzahl ganz klar auf Finalkurs, während Shimano auf Rang 2, auch dank Wildcard-Gewinner Peter, die zweitschnellste Fullcard aller Zeiten erreichen konnte. B1, Abu Garcia und Lure Drop haben sich ebenfalls eine gute Ausgangslage für die zweite Tageshälfte erangelt. Derzeitiges Schlusslicht ist Team Rapala, das im direkten Vergleich zwar etwas abfällt, mit zwei guten und einem passablen Zander, nach 4 Stunden aber dennoch voll im Soll liegt. Wie es weitergeht, seht ihr nächste Woche und als kleiner Teaser. Episode 4 ist nur um wenige Minuten kürzer als diese Mammutfolge. Die Zeichen stehen also auf Fisch. Schaltet am kommenden Sonntag ab 18 Uhr wieder ein und besucht in der Zwischenzeit doch mal unseren Online-Shop. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao!